Mein Name ist Nina Proll und ich freue mich sehr, dass ich heute mit der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Dr. Ulrike Gero sprechen darf. Herzlich willkommen. Guten Morgen und ich freue mich, dass wir beide dieses Gespräch führen. Vielleicht darf ich zu Anfang sagen insofern freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam diskutieren. Ich auch. Und das führt mich auch gleich zu meiner ersten Frage. Was wäre dein in Zeiten von 3 oder womöglich 2 oder 1, dient das alles nur dem, wie siehst du das? Ja, also das in diesem Fall durch ein von im Grunde doch, ja, wir warten ja auch noch auf über insofern sicherlich, aber um mal ein zu machen, ja, und das heißt, wir haben Druck, ja, und es ist immer, wer sind die Guten und die Bösen, und ja, und so weiter, und ja, es ist eben dass das eben nicht geht oder und die oder sozusagen, also der, fangen wir mal da an, also ja, das ist schon mal echt so und so. Das heißt, es gibt ja sozusagen rechtlich keine Möglichkeit einer, ja, und deswegen muss man auf der, ja, also das ist ganz, ja, und so weiter, aber, ja, oder und so weiter. Es gibt sehr viele, das heißt, ja, und deswegen, ja, ja, das heißt, für die Anführungsstriche, ja, deswegen ist ja auch das, ja, und da kann man natürlich sagen, das ist aber etwas anderes als ein, sozusagen, ein, als ein gegenüber jedem Einzelnen, ja, da sozusagen ständig, ja, und das ist also nicht sozusagen, aber. Ja, ich verstehe. Das Schwierige ist, warum es, glaube ich, so schwierig ist, über dieses Thema zu diskutieren, weil sich das permanent ändert. Also man spricht über das eine und was auch immer und es dreht sich permanent im Kreis und es kommt der nächste. Aber eines wollte ich noch festhalten. Also die Frage ist, eben, wenn man jetzt sagt, also ich glaube, da kommen ja immer wieder und auch da ist und also es wird ja behauptet, ich könnte zu dumm sein, einfach zu blöd. Darf ich da reingehen, ja, weil es gibt dumm, ja. Letztes Beispiel, ja, also sofort, ja, insofern, ja. Ja, ja, ich aber aus dem Kopf zitiert, ja, wobei übrigens, ja, und das heißt, einer der wichtigen Faktoren ist dabei eben auch transparente Kommunikation. Das heißt, wir hatten ja so viel, du hast es angesprochen, ja, und deswegen, und ja, ja, so, und umgekehrt, und ja, aber insofern, ja, könnte man, ja, dass wir dann sagen können, aber die, aber und jetzt aber und so weiter. Ja, also, genau, wir machen ein ja, 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 weil es ist nicht genug, dass es irgendwas ist, das Recht, sondern dass du, ich und wir alle sagen, ja, 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 ja. So, ja. Übrigens, man kann empirisch erhärtet sagen, ja, das kann man überall messen, auch die, sozusagen die ja. Und die, ja, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ja, weil wir natürlich jede Menge dumm haben, ja, sehr viele. Mhm. Naja, was auch, was ich auch, Nina, es bitte? Wird. Ja, verstehe. Ja. Naja, aber also. Sozusagen oder doch oder das heißt aber, ja, genau, weil das ist ja, jeder wenn man und so weiter, ja, und so weiter und so fort, so und insofern, ja, und ja, 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 und ja, hast du eine Ahnung oder eine Idee, woher dieses kommt? Es gibt immer mehr, was irgendwie, woher kommt das? Wir sind am Ende unseres Gespräches sozusagen, ja, ich habe ja auch, ja, ja, aber, also,
Ja, 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 ja. Okay, super. Vielen Dank und danke fürs Dabeisein, alle. Tschüss. Tschüss.